Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Und genau das ist jetzt der Startschuss zur 5 Euro Überraschungsshow und damit zur großen Schnäppchenjagd hier bei Pearl TV. In den kommenden knapp 30 Minuten haben wir jeden einzelnen Artikel für Sie auf gerade mal 5 Euro heruntergesetzt. Und die zweite gute Nachricht, Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, solange der Vorrat reicht. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass dieser Preis natürlich im Laufe dieser Sendung und bis maximal 2 Stunden danach gilt. Was das aber im Einzelnen sein wird, können wir jetzt noch gar nicht sagen. Thematisch sind wir also wirklich komplett im Leerlauf. Aber unsere Diana, die weiß das und die steht schon in den Startlöchern und die holen wir jetzt gerne mal dazu. Ich bin gespannt, wo heute die Reise hingeht, aber eins ist sicher, günstiger bekommt sie diese Produkte. Bitte schön. Wahrscheinlich nirgendwo anders. Und so. Wir beginnen mit... Moment, so. Mit? So, wir beginnen mit. Oh, ja. Die nutze ich ja selber, weil ich sie als Kugelschreiber schon ganz hervorragend finde, aber es ist eine 4-in-1-Lösung. Ja, und zwar sind es schon mal 5 Stück. Das sehen wir hier. 5 verschiedene tolle Stück. Farben. Und natürlich Kugelschreiber mit einem unglaublich schönen Schriftbild. Aber da ist auch noch eine Lampe drin. Das ist ein Handyständer. Und du kannst auch kapazitive Bildschirme, also hier Handy oder Tablet, kannst du damit bedienen, ohne die Finger benutzen zu müssen. Also das ist einfach genial. Und das ist wirklich richtig cool. Hier, warte, ich gebe mal 2 Stück davon ab. Welche Farbe möchtest du denn? Ich habe 5 verschiedene für dich. Okay, ich möchte blau. Du möchtest blau? Und nenne ich diese blau an. Du möchtest blau. Das Türkise. Okay, so, das hier. Und rot. Und rot, okay. Möchtest du auch eine Farbe oder gibst du dich mit dem Zettel zufrieden? Ich würde mich für Royalblau entscheiden. Für Royalblau, okay. Ja, so. Danke schön. So. Aber natürlich, das ist wirklich schön und einfach knickbar. Man kann im Dunkeln damit schreiben, man hat immer Licht dabei. Man hat einen Tabletständer oder Smartphone-Ständer. Und hier vorne den Touchpad, den finde ich auch noch schön. Weil oftmals hast du eben, ich sag mal, ein bisschen feuchte Hände oder sonst was und kannst gar nicht auf dem Handy oder auf dem Tablet oder Creme bei euch Damen. Ja. Kannst gar nicht auf dem Tablet tippen. Damit geht es immer. 5er-Set, ganz wichtig. 5 tolle, berauschende Farben. Also, Stück 1 Euro finde ich einen unglaublich günstigen Preis. Ist es auch. Weißt du, ich habe diesen Artikel nicht so wirklich schon oft genug in der Hand gehabt. Ich nutze ihn ja selber, ja. Mhm. Aber mir ist noch nie aufgefallen, dass ich hier auch beim Schreiben eine Beleuchtung habe. Ich habe mir da mal so, also als Lampe, wenn man die mal so hinhält, wenn man ein Schlüsselloch sucht. Aber wenn du schreibst, kannst du den ja auch so abknicken und hast genau dort, wo du schreiben möchtest, eine Lichtquelle. Dann hast du jetzt die Erleuchtung. Ich hatte wirklich die Erleuchtung. Das ist schon die zweite innerhalb der letzten halben Stunde. Hast du mal unser Video gesehen, wo alle Aktionen gezeigt werden? Und da ist das dargestellt. Im Dunkeln mit diesem Licht geschrieben, ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Also jetzt sehen wir es gleich mal. Die ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich ist es ein wirklich schöner Kugelschreiber. Er liegt auch toll in der Hand. Und ich sage Ihnen mal die Bestellnummer für das 5er-Set. Das müssen wir jetzt auch noch mal betonen. SD 2206 und die 569. Hier sehen wir normales Schreiben. Da vorne ist dann auch, wenn die Mine weg ist, das Touchpad. Guck mal. Die Erleuchtung, wow. Tatsächlich. Hat Blondie wieder ein paar Tage gebraucht, bis er das begriffen hat, oder? Aber heute ist für mich der Tag der Erleuchtungen, glaube ich. Aber ich finde es wirklich schön. Und ich habe hier auch aus Berlin von Renate eine Zuschrift. Preiswert und gut, ein kleines Geschenk für viele Anlässe. Und der Gerd schreibt, für die Tasche unterwegs gut zu verstauen. Also auch natürlich überall ihn mitzunehmen. Und ich glaube, Kugelschreiber werden auch sehr gerne unabsichtlich mal gemopst oder so. Kugelschreiber gehen immer verloren. Ja. Und dann ist so ein Kugelschreiber und Feuerzeuge. Ja. So ein 5er-Set ist dann natürlich Gold. Absolut. Ich finde diese Standfußfunktion für ein Handy großartig. Man hat da ständig irgendwie so ein Internetvideo, so ein YouTube-Video oder so ein Facebook-Instagram-Ding oder so. Ja, da kannst du das ganz einfach hinstellen, hast die Hände frei und schaust dir ein Filmchen an. Und man kann im Dunkeln schreiben, man sieht was. Du darfst im Dunkeln Wasser nehmen. So. Ja, so, dann schauen wir, wie es weitergeht. Klein. Ja. Schmuck, das könnte Schmuck sein von Schmuck? Der Größe. Ja, nein, das ist kein Schmuck. Ich tippe auf einen Adapterstecker oder so. Nein. Nee, viel besser. Musik für überall. Diana, Achtung. Music for the Masses. Jawohl, mit unserem kleinen MP3-Spieler. Und der ist mal wirklich Knorke. Klein, kompakt, leicht, den merkst du ja gar nicht. Mal eben am Revers anzubringen. Und ein Mini-MP3-Player im Alu-Gehäuse. Und einen Micro-SD-Karten-Slot bis 32 GB. Packst du also zu Hause mal ganz einfach am Rechner deine Lieblingsmusik drauf. Packst du die mal ans Revers, an die Jacke, an die Hosentasche, wo auch immer. Machst noch einen Kopfhörer dazu und dann hast du überall Musik, wo du Musik hören möchtest. Diana, du hörst doch beim Sport auch Musik, oder? Ja, und normalerweise mit Handy, das ist ein bisschen unbequem, weil
Handy erst die Batterie geht leer. Okay. Ja, und zweite, das ist einfach. Ist dir das Handy beim Sport schon mal runtergefallen? Ja klar, nicht nur beim Sport überall, aber beim Sport meistens natürlich. Und hier für 5 Euro ein MP3-Player habe ich noch nie gesehen. Und er ist echt stabil, guck mal, das ist nicht Plastik, ne? Nee, das ist Aluminium. Das ist Alu, also richtig klasse. Auch hier, guck mal, bei solchen Gelegenheiten. Ja, du wartest mal auf den Bus oder sitzt im Bus auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn bei längeren Fahrten. Das ist doch stinklangweilig, da immer nur irgendwie auf so eine Zeitung zu starren. Ja, oder mal zu gucken, was ist da sonst noch los im Zug. Ganz einfach hier die Musik auf die Karte ziehen, reinpacken damit, dann hast du immer und überall so deine Lieblingsmusik mit dabei. Und nicht nur die, ganz einfach geniale MP3-Spieler, schreibt uns die Gudrun aus Troisdorf, aus meiner alten Heimat. Großmutter kommt sehr gut damit zurecht und kann nun ihre Hörbücher genießen. Also auch das ein Thema. Ja, natürlich Hörbücher. Ja, ja. Ich meine, auch gerade ältere Generationen, die haben ja nicht immer ein Smartphone, dass das auch verarbeiten könnte. Richtig. Und dann lädt man diese Hörbücher auf eine kleine Micro-SD-Karte. Ja, ja. Ja. Kopfhöreranschluss ist da, da passen die ganz normalen Kopfhörer dran, egal ob das Ohrstecker sind oder große Kopfhörer, das ist so ein Klinkeranschluss. Also ich finde es toll. Akku betrieben und dann noch eine Micro-SD-Karte dazu und dann steht dem Musik- oder Hörspielgenuss nichts mehr im Wege. 14 schlanke Gramm, also ungefähr so viel wahrscheinlich wie dieser Karton hier oder sowas, wo dieser MP3-Spieler drin war. Also eigentlich nichts, kann man sagen. Und vor allen Dingen auch mit einem schönen, starken Akku ausgestattet. Bis zu 5 Stunden Musikgenuss. Also ganz einfach zwischendurch mal aufladen und dann ganz einfach und komfortabel in Miniaturvariante hier mal Musik hören. Das Produkt habe ich als Geschenk für einen meiner Enkel gedacht, schreibt uns der Willi aus Görlitz. Und ich denke, dass er damit sehr zufrieden sein wird, weil es in der Handhabung wirklich sehr einfach und effektiv ist. Und da hat er recht mit. Da ist nicht viel Geschnörkel oder mit Touch-Display oder mit irgendwelchen Equalizer-Funktionen, kreuzgedoppelt 17. Da hast du an, aus, Titel vor oder zurück, lauter und leiser. Mehr brauchst du an für sich nicht. Nee, das ist also so übersichtlich, so einfach von jedem zu bedienen, von jeder Generation. Ja. Also ich finde es klasse. Es ist Aluminium, nochmal kein Plastikbomber und kostet jetzt nicht die Welt. Also bei 5 Euro kann man wirklich sagen, ist wieder mal ein Mega. Schnäppchen, welche es meiner Meinung nach nur bei uns in der 5-Euro-Show gibt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Aluminium-MP3-Player dieser Qualität irgendwo anders für 5 Euro angeboten wird. Nee, garantiert nicht. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass Sie logischerweise bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen dürfen. Viele tun das auch, weil man natürlich mit so einem schönen, knuffigen und wirklich gut ausgestatteten MP3-Spieler mit Sicherheit immer mal was Schönes zur Hand hat, wenn man mal ein kleines Mitbringsel braucht. Die Teenager freuen sich drüber, die haben das sowieso immer zur Hand. Also das würde ich mal eine richtig coole Geschichte für gerade mal 5 Euro. Jetzt brauchen Sie noch die Bestellnummer. Das ist die PX4999 und die 569. PX4999 und die 569. Und der Heino aus Frankenblick schreibt noch klein, aber oho, guter Klang. Und einfache Bedienung. Genau so ist das. Schöner Artikel. Und ja, also, sehr abwechslungsreich schon wieder. Weißt du, das sind auch immer so kleine Geschenkideen für zwischendurch mal. So kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja. Und dann muss man nicht immer ein Vermögen ausgeben. Aber wir sind erst am Anfang unserer heutigen Schnäppchenjagd, unserer 5-Euro-Überraschung schon. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Diana, haben wir heute Spielzeug in der Sendung? Kann sein. Also ein klares vielleicht. Nicht damit raus. Ein ganz klares, ein ganz klares vielleicht. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Oha. Das ist etwas, was ich bei meiner nächsten Urlaubsreise, weil aus Fehlern lernt man ja, auf jeden Fall mit dabei habe. Ich war erst kurz im Urlaub und bin da ein paar Stunden geflogen. Was ist das? Und warum hast du mir diese nicht Ich gegeben? Wäre froh gewesen, hätte ich ein solches Nackenhörnchen dabei gehabt. Ein Nackenhörnchen? Und guck mal, da ist eine Luftpumpe mit dran. Da ist eine Luftpumpe dran? Ja, schau mal da. Guck. Ventil zumachen und jetzt kannst du selber pumpen. Du musst also nicht mal pusten. Den kenne ich ja gar nicht, den Artikel. Wieso kenne ich den denn nicht? Ja, wunderbar. Habe ich etwa schon wieder eine Erleuchtung? Ja, wahrscheinlich wieder eine Erleuchtung. Was ist denn hier los? Weil mit Mund, das ist so schwierig immer. Und ich muss sagen, letzte Mal, ich habe mit dem Zug von Göttingen nach Freiburg gefahren. Oh mein Gott, was war mit meinem Nacken? Du bist auch 4,5 Stunden unterwegs, ja? 5 Stunden. Und das war so schwierig. Ich sage dir, du sitzt und du versuchst schon und so und so. Und normalerweise das auch kein Platz, ja. Und hier, guck mal, das ist ja kompakt cool, und muss nicht pusten immer. Das ist ja ein, also bei Busreisen, bei Zugreisen, bei Autofahrten, natürlich auf dem Beifahrersitz und bei Flugreisen. Flugreisen ist ganz, ganz wichtig, da zählt ja jedes Gramm und jeder Zentimeter, weil du nur bestimmte Menge an Reisegepäck, auch an Handgepäck mitnehmen kannst. Aber das ist ja ohne Luft ultra klein, nimmt keinen Platz weg und dann musst du nicht mal ausblasen, das macht das selber. Und jetzt kannst du auch mal ein Nickerchen im Flugzeug machen. Kennst du das als Beifahrer im Auto?
Ja? Hast du immer das Problem, du landest irgendwie immer so mit dem Kopf an der Scheibe oder am Sicherheitsgurt oder sowas und rutscht logischerweise immer weg. Also auch mal als Beifahrer bei einer längeren Urlaubsfahrt ist das mal eine ganz interessante Geschichte. Und bitte, da Sie bis zu fünf... Bitte? Zu deinem Hemd passt. Das passt farblich hervorragend, oder? Ja. Und genau das meine ich. Oh, guck mal. Das meine ich. Guck dir das mal an. Guck dir das an. So, das ist aber sehr, sehr unbequem, was du da machst. So. Habe ich noch nie gesehen, den Artikel. Wann haben wir den denn im Programm? Also auf meiner nächsten Urlaubsreise ist es auf jeden Fall dabei und das würde ich Ihnen auch empfehlen. Bis zu 5-mal dürfen Sie zugreifen. Die Bestellnummer ist die NX8489 und die 569. Ein Nackenhörnchen mit Luftpumpe und das kann man überall mitnehmen, weil es eben so ganz, so extrem wenig Platz braucht. Wiegt übrigens, ich habe extra nochmal nachgelesen, gerade mal 62 Gramm, spielt also gerade beim Reisegepäck im Flugzeug überhaupt keine Rolle. Nee. Ja, und ich glaube, es erhöht den Standard des Reisens um einiges. Absolut, ich finde das genial mit dieser Pumpe da drin. Ja, also mal so aufpusten, das ist immer so eine Sache, gerade mit diesen Sperrventilen, musste man so dagegen drücken, reinpusten und so weiter. Also jetzt pumpt man ganz einfach. Sie haben gesehen, wie schnell das ging. Also, cooler Artikel. Sehr cool sogar. Salam. Und jetzt haben wir einen Preisalarm. Das heißt, hier kommt ein Produkt, welches normalerweise viel hochpreisiger ist. Jetzt für Sie auf 5 Euro reduziert. Eine Eingrenzung müssen wir machen. Egal, was hier jetzt rauskommt. Maximal ein Stück pro Besteller. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Moment. Smartphone und Acryl. Ich sehe es jetzt nicht so ganz. Lupe. Ach so, jetzt weiß ich, was es ist. Gib's mal das eins an die cool. Anna weiter. Ja. Da machst du aus dem Smartphone machst du im Prinzip einen Fernseher. Ja? Also ich übertreibe mal wieder, aber das und ist das klasse. Was Neues, haben das, das ist ja nie klasse. Gesehen. Das heißt, also das Smartphone in die Halterung rein. Richtig, guck mal hier. Und dann guckst du nicht direkt auf das Display, sondern durch die Lupe auf das Display. Also ich habe es jetzt gerade aufgeklappt, so nach hinten. Dann haben wir hier eine Smartphone-Halterung, die kommt jetzt genau im richtigen Winkel hier rein. Ja. Und jetzt hast du, also egal ob du 4, 5, 6 Zoll Bildschirm hast, hast du plötzlich einen, ich würde sagen, 8 oder 9 Zoll Bildschirm, der hier jetzt ist. Und das ist natürlich herausragend. Dann kannst du auch mal auf dem Handy so Streaming-Dienste nutzen und siehst auch, was passiert. Ja, ja. Aber guck mal, so. Ralf. Ja. So. So? So, was so? Und dann hier geht Handy. Aha, jetzt. Diana zeigt mir gerade, wie es aufbaut. Hast du das zu Hause, Diana? Nein, ich sehe dieses Produkt erste Mal, aber das ist Wahnsinn, kostet nur 5 Euro. Guck mal, das zoomt und wie viel Mal? Das ist dreifach. Das ist dreifache Vergrößerung. Und ich kenne den Schauspieler. Wer ist das? Nein, was ich natürlich unglaublich interessant finde, ich habe auch im Urlaub habe ich gesehen, dass manche Leute Fußball gestreamt haben auf ihrem Handy. Kommt aus das ist unglaublich klein, aber hier jetzt hast du wenigstens die dreifache Größe. Also ich finde das klasse. Ja, man kennt ihn aus Boogie Wood. Kennen Sie die Boogie Ist wohlgemerkt ein Preisalarm, dürfen Sie einmal pro Besteller ordern, aber wahrscheinlich werden die meisten von Ihnen ein Handy haben. Ist großartig, weil wir natürlich jetzt gerade, weil wir hatten es eben mit dem Thema mal ein paar YouTube-Videos und dergleichen oder mal so die typischen Facebook- oder Instagram-Filmchen, die man sich mal eben anschaut, die sind natürlich auf so einem kleinen Display schon etwas winzig. So, und jetzt hier hat man eine ordentliche Vergrößerung, wie man sieht. Ja, großartig. Macht kleine Finger groß. Schauen wir mal auf Pearl.de, was der reguläre Preis ist. Da sehen wir es, 13 Euro. Das ist schon günstig. Ja, das ist noch schon mal die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung, die bei 25 Euro liegt. Aber jetzt, hier und heute für Sie im Preisalarm der 5-Euro-Show. 5 Euro. Und das finde ich mal richtig toll. Du, viele lesen doch auch Kochrezepte ab vom Handy. Und das ist ja dann wirklich klein auf so einem Handy. Das ist so winzig. Das kannst du in dreifacher Größe anschauen. Ja. Also ich denke, in vielfacher Art zu benutzen. Es gibt auch Menschen, die sich Bücher, elektronische Bücher, E-Books, runterladen auf Smartphone. Ja, richtig. Das geht auch. Und dann ist die Schriftgröße auch oftmals bisschen klein. Das sagst du einem Menschen, der auf seine Brille wartet. Vergrößerung. Ja, also da lohnt es sich natürlich hier mal über eine Lupe nachzudenken und genau die zeigen wir Ihnen gerade. Eine Smartphone- und iPhone-Acryl-Lupe, also da ist der Hersteller des Handys so wirklich völlig wurscht. Hier wird einfach nur vergrößert und zwar um das Dreifache und das sagt auch die Lena aus Berlin, die nennt das Ganze nämlich gut in der Handhabung und zum Filmen und Bilder anschauen absolut perfekt. Es ist die HZ2807. Und die 569, HZ2807 und die 569 für unsere Smartphone- und iPhone-Acryllupe mit dreifacher
Vergrößerung. Finde ich einen sehr coolen Artikel. Ja, und vor allem für diesen Preis, also da braucht man es nicht überlegen. Ich sag mal so, alles über 10 Euro, da überlegst du, brauche ich es, kaufe ich es. Aber bei 5 Euro kannst du einfach mal spontan sagen, jawohl, ja, das bereichert jetzt mein Smartphone. Und auch gerade, wenn man mal Videos anschaut, Filme anschaut oder eben auch Streamingdienste nutzt, ja, was ja immer mehr ja, heutzutage machen, vielleicht auch eine tolle Geschenkidee für den ein oder anderen Anlass. Ja. Wollen wir wieder buzzern? Oh, denken Sie bitte dran, die Vergrößerung gerade war unser Preisalarm. Müssen wir nochmal betonen, maximal ein Stück pro Besteller. Das gilt jetzt nicht mehr, jetzt dürfen Sie wieder fünfmal zugreifen. Schwer? Das ist schwer. Okay. Das ist schwer, das ist schwer. Oh ja. Oh ja. Das darf auch gerne ein bisschen schwerer sein. Es erfüllt nämlich definitiv seinen Zweck. Jetzt müsste ich nur wissen, ob wir es einmal haben oder ob das ein Zweier-Set ist. Weder noch. Ein Dreier-Set sogar. Nein. Ein Vierer-Set. Ja, jetzt sind gleich wir beim da. Ersten Mal. Jetzt sind wir da. Gut beim Durchzählen. Das ist hier so eine ich bin versucht, ich habe fast gesagt, Kühlplatte. Beim Kopfschmelzen. Das also es nennt sich flexibles Kühlkissen mit Kühlzellen, die wiederverwendbar sind. Kühlkissen. Aber was hier ist, du hast diese einzelnen Zellen. Und auch wenn das gefroren ist, das kommt in den Tiefkühlschrank, ist es flexibel. Das heißt, man kann es auch um Flaschen wickeln, man kann es auf Körperteile legen, um diese abzukühlen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Zuschauer schreiben. Flori aus Steinfurt, aus der Erkenntnis, dass Wasser gefrieren kann und ein gewöhnliches Eispad dann unflexibel wird, ist das hier die Lösung, gefroren und trotzdem flexibel, für Verstauchungen genial. Also, das schreibt er. Melanie aus Heilbronn, im Gefrierfach aufgehoben, kann man schnell eine Flasche Wein herunterkühlen. So kann man Weißwein oder Rosé auch dann genießen, wenn der Besuch unerwartet auftaucht. Also einfach mal schnell runterkühlen und auch auf dem Tisch weiterkühlen. Oder kannst du Flasche auch so halten. Ja. Also ob das Wein, eine Weinflasche oder Mineralwasser oder was anderes ist, spielt hier keine Rolle. Hugo schreibt uns auch noch was Interessantes. Hugo. Ich kühle meine Medikamente, muss nur einmal pro Tag gewechselt werden. Also Viererset haben wir, das ist natürlich toll. Und jetzt steht der Hochsommer vor uns. Und wir kennen alle diese riesen Kunststoff-Kühlaggregate für Kühlboxen. Die sind so unpraktisch, weil sie so starr sind. Ja, und vor allem ist die halbe Box schon voll mit den Kühlaggregaten. Nee, natürlich. Das ist flexibel, das kriegst du in Zwischenräume rein und hast trotzdem die Kälte, die zusätzliche Kälte. Also ich finde das Produkt toll, die vier Produkte, das ist ein Viererset. Hast du die fliegende Hitze? Mhm. Ja. Jetzt ist der kühl, oder? So. Das ist wirklich gut. Das einfach so, beim heißes Wetter, das ist auch gut, einfach angenehm. Heute ist auch heiß. Dir traue ich zu, dass du das sogar durchziehst bei heißem Wetter. Ich sage Ihnen auch die Bestellnummer, die NX 7089 und die 569. Carsten, das hätte ich diese Woche brauchen können. Carsten und ich haben diese Woche zusammen Pizza gegessen. Und ich habe sie aus dem Ofen raus und da ist mir heißer Käse auf den Daumen gelaufen. Ich habe den übelst verbrannt. Und ich habe nur so steife Kühlakkus und habe dann erst drauf. Das war sehr umständlich. Carsten, wir das bestätigen. Ich saß daneben, damit ist man viel flexibler unterwegs, auch bei solchen Sachen. Also ich finde die unglaublich praktisch, diese Teile, weil die sind sie immer wieder verwendbar. Also einmal 5 Euro ausgegeben oder gerne auch mehrmals, wenn Sie mehrere brauchen. Und dann haben Sie Ruhe. Und das in Vierer-Set, sagst du, ne? Ja. Cool. Sehr cool. So. So. Witzig. So, Achtung. Dankeschön. Ab. So. Ab, alle. So. Was ist das? Das ist der Perfect Maker von Pöll TV. Warte mal, da ist ein Mikrofon, ein Lautsprecher und ein Telefonhörer. Das muss was mit Telefonieren zu tun haben. Diana, ich gebe es dir mal. Ich würde jetzt mal tippen, eine kabelgebundene Freisprecheinrichtung fürs Auto. Aber In der Tat. Eine sehr logische Argumentationskette, die zu einem sehr, sehr korrekten Ziel führt. Es ist eine Kfz-Freisprecheinrichtung, ein Kfz-Freisprechsystem über Bluetooth 5. Siri und Google kompatibel. Das heißt also auch über einen Sprachassistenten jederzeit zu nutzen. Du musst das Handy also wirklich nicht mehr anfassen, wenn du im Auto sitzt. Und das finde ich immer sinnvoll. Es reicht ja auch schon aus, es ist auch nicht nur gefährlich, sondern es reicht ja auch schon aus, um einen Strafzettel zu kassieren, wenn du beim Autofahren, selbst wenn der Motor nur läuft, das Handy nur in die Hand nimmst. Richtig, Motor muss aus sein, dann darfst du das Handy in die Hand nehmen. Richtig, ganz genau. Also und das begrüße ich auch ehrlich gesagt. Nur, wie willst du denn von mir erstmal einen Anruf tätigen oder sowas? Insofern ist es wichtig, wenn du den Kopfhörer drin hast,
dass du eben hier auch mal über den Sprachassistenten ohne weiteres telefonieren kannst. Ich sage gerade Kopfhörer, Blödsinn. Funktioniert natürlich ohne Kopfhörer über den Freisprecher. Was ich gerade sehe auf der Rückseite, ist so ein Selbstklebend oder so ein Klebepad. Das heißt, das kannst du ganz einfach, so wie wir es gerade gesehen haben, auf dem Armaturenbrett festkleben. Und das ist auch noch klett. Das kann man auch wieder abziehen. Übrigens dann auch rückstandslos wieder lösen. Ja. Und das finde ich natürlich toll. Großer Telefonhörer, das heißt, du hörst oder siehst, dass dein Telefon klingelt, gehst du einmal auf den Hörer und bist mit dem entsprechenden Anrufer verbunden. Mikrofon, Lautsprecher ist hier schon mit drin. Und das für 5 Euro. Wenn ich bedenke, was andere Freisprechsysteme kosten, ist das ja also wirklich ein unglaubliches Schnäppchen. Das ist wirklich ein richtiger Schnapper. Kennst du noch von früher, hätte ich es fast gesagt. Aber diese einarmigen Dinger, die man sich da so am Ohr hatte. So diese Manager-Business-Dinger, wo sie früher mit durch die Gegend gelaufen sind. Also ich möchte wetten, auch sowas hat wahrscheinlich noch deutlich mehr gekostet als gerade mal diese 5 Euro. Ist natürlich eine super Qualität, beste Stereo-Qualität an ihr Autoradio natürlich auch abzugeben. Über den Klinkgesprächer kannst du es ganz einfach an die Anlage koppeln. Dann hörst du natürlich jetzt das Gespräch nicht nur über so einen krächzigen Kopfhörer oder so ein krächzigen Lautsprecher von so einem Smartphone. Also jetzt muss ich fragen, ist das Bluetooth-fähig? Das ist Bluetooth-fähig. Ach siehste, jetzt war, Justus Gott, ich war schon begeistert und ich habe gedacht, das steckt man jetzt ins Smartphone ein. Nee. Das ist für die Anlage. Das ist für die Anlage. Bluetooth. Ist ja noch besser, als ich gedacht habe. Ja. Und immer noch 5 Euro. Jetzt hätte ich schon mal den Preis verdoppelt auf 10, 20, 30 Euro. Ja. Aber wir bleiben noch bei 5 Euro. Ja. Wenn du Strom brauchst, hast du den USB-Anschluss. Richtig. Und eben das andere Ding, den Klinkestecker ins Radio. Und das ist quasi dein Bluetooth-Empfänger, wenn du so möchtest. Besser geht ja gar nicht. So, kannst die Finger vom Handy lassen. Sie ist trotzdem, wenn ein Anruf reinkommt, hörst es natürlich auch entsprechend und dann tippst du einfach mal auf dieses kleine Knöpfchen hier und dann telefoniert man frei. Ja, telefonierst du beim Autofahren? Nur beim Bluetooth. Mit Handy nie. Aber natürlich ja, wenn fahre ich so lange Strecke, zum Beispiel nach Russland fahre. Immer mit Freisprecheinrichtung, oder? Ja, immer. Dann ist gut, sehr vorbildlich. Aber ich glaube, günstiger als 5 Euro kann man so eine Freispracheinrichtung nicht bekommen. Ja. Ich habe das gerade falsch formuliert. Was? Diana telefoniert nicht beim Autofahren, Diana fährt Auto beim Telefonieren. Beim Telefonieren, ja, stimmt. Also. Lässt du mir den Zettel wohl da? Sonst kann ich kann das von hier aus die Bestellnummer nicht erkennen. Warte mal, hier ist noch ein. Da, so. HZ2785 und die 569. HZ2785 und die 569. Nochmal Siri und Google kompatibel. Also egal, ob du jetzt ein iPhone hast oder ein Android-Gerät, ein Sony, ein Huawei oder ein Samsung oder irgendwas in dieser Richtung. Funktioniert also mit allen Systemen, weil es ganz einfach über Bluetooth funktioniert. Und hat auch eine ordentliche Reichweite. Macht jetzt im Auto wenig Sinn. Ich erwähne es trotzdem mal. Also locker mal 40 Meter Reichweite über Bluetooth 5. Also ein topmoderner Artikel und den gerade mal für 5 Euro. Auch der ist mehrfach bestellbar, wenn Sie möchten, bis zu 5 Mal. Also wenn Sie Ihre Familie da mal mit sicheren Freisprechsystemen fürs Auto ausstatten wollen, ist das jetzt eine super Gelegenheit. Und Sie sehen, diese Gelegenheiten in der einen oder anderen Form gibt es jeden Tag in unserer 5 Euro Überraschungsshow. Und es geht weiter mit... das ist jetzt Gold wert. Da will ich heute auch 20 Euro dafür bezahlen. Es ist ein Tischventilator. So, Ralf gibt 20, was gibst du? 25. Oh. Das ist einfach phänomenal. Ja, das ist ein Tischventilator mit Diebstahlsicherung? Nein. Bei uns steht heute. Bei uns steht heute im Studio die Luft und dann ist das sehr erfrischend auf dem ganzen Körper. Und Sie sehen, Akku betrieben, das heißt sehr, sehr flexibel einzusetzen. Oh, ist das angenehm. Diana, willst du auch mal? Ist der auch zu warm? Guck mal, Carsten reicht Moment, dir eine kühle Brise. Ah nee, ich habe schon volle Pulle. So. Genau, 3 Stufen einzustellen. Und ich finde das klasse. Übrigens ein kleines Licht, eine LED-Lampe ist auch noch dabei. Also auch das hier mit einem Licht vorne dran. Du kannst halt ein Foto von mir machen. So. Ja. Ich bin Love. Ich habe noch eine bessere Idee. Moment, warte mal. Am Blick. Nee, lass mal. Hallo. Ach so. Ich komme ja vor wie ein Friseur gerade, oder? Foto, mal hier. Ja, sehr schön. Ja. Schöne Farbe. Einen kleinen Ventilator, USB betrieben. Aber jetzt sitzt du auch nicht immer so am Schreibtisch. Und so stark und so leise. Ich dachte, ich puste jetzt die Haare, weißt du, wie in so einem Cabrio nach vorne. So. Und ich bin begeistert vom Akkubetrieb, weil du das auch wirklich ansiehst. Der ist Akkubetrieb, das ist cool. Eben, also keine Batterie, du lädst das immer wieder. Ja. Hier haben wir einen USB-Steckplatz, aber ich finde das klasse. Das ist genial. Und jetzt, wenn man Experten glauben darf, soll ja dieser Sommer besonders heiß werden. Wegen mir? Dann ist das Gold wert. Dann braucht man natürlich eine kleine Erfrischung. Wenn man zu Hause ist, hat man so seine Verdunstungsluftkühler und dergleichen. Also sicherlich
ein paar schöne Kühlsysteme, womit man sich mal wieder auf vernünftige Betriebstemperatur runterbringt. Aber unterwegs, du sitzt im Bus morgens um 8 Uhr oder sowas schon bei strammen Temperaturen und noch schlimmer nachmittags um 4 Uhr. Die Busse sind voll, die Bahnen sind voll. Ja, und das bei so 35 Grad Außentemperatur. Da kommt natürlich mal richtig Freude auf. Da bist du froh, wenn du so einen kleinen Ventilator hast. Im Büro, am Schreibtisch grundsätzlich immer für Schüler, für Studenten oder ganz einfach mal eben so neben sich aufs Sofa, zack, und dann hast du mal eine kühle Brise, wenn du sie brauchst. Cooler Artikel. Sehr ich sage cool. Ihnen noch die Bestellnummer, die NC 3916 und natürlich die 569. Gleich fünfmal bestellen. Ich glaube, wenn das jemand sieht, dass Sie so einen haben, wird er auch gleich sagen, will ich auch haben. Ja, zeigen Sie sich als guter Nachbar, als guter Freund, als guter Kollege und zu sagen, ich habe da dran gedacht, ich habe dir gleich einen mitbestellt. Ja. Also für 5 Euro kann man wirklich nichts sagen. Und das ist eben so ein frischer Wind, eine frische Brise, die man sich um die Ohren pusten lässt. Schön. Oh, aber es geht immer noch weiter. Ja, 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 darf ich? Okay, ja, bitte. Nächstes Produkt. Diana, du verwöhnst uns aber heute. Jetzt kleppert's. Aber... Jetzt hast du es kaputt gemacht, oder? Ja, jetzt ist es sicher kaputt. Oh, jetzt wird es romantisch. Oh, ich glaube, romantisch. Diana möchte dich zum Essen einladen und das gut dekorieren. Das war eine ganz klare Essenseinladung. Und wenn es zu heiß wird, nehmt den romantische Diener. Zu einem romantischen Kendler, ja du. Ja, zum Beispiel Wein, ein bisschen Kerzen. Ich kriege auch eine. Komm mal hier. Zwei Stück sind das. Das ist ein Zweierset. Ich sehe aber nichts. Moment, hier. Zwei Stück. Guck zwei mal, Stück unserer extra romantischen LED-Stabkerzen mit silbernem Kerzenständer. Und das Schöne ist eben auch mit flackernder Flamme. Ein so ein Kerzenimitat, um es mal etwas sachlich zu formulieren, ohne Kerzenflackern, ist natürlich eine doofe Angelegenheit. Deswegen macht es Sinn, dass hier eben dieses Kerzenflackern simuliert wird. Und das sieht täuschend echt aus, finde ich, gerade so in so einem schummrigen Licht. Sehr schön gemacht und vor allen Dingen mit diesem silbernen Fuß. Man sieht auch hier diese angedeuteten Wachsnasen, die so runterlaufen an dieser Kerze. Klasse. Weißt du, allein für die Kerzenständer zahlst du doch schon mehr als 5 Euro. Da kannst du auch übrigens eine echte Wachskerze reinmachen. Aber ich finde, das ist natürlich auch genauso edel und vor allem viel sicherer. Ja, ja. Wie oft haben wir früher geflucht über Wachskerzen, weil das Wachs wirklich runtergetropft ist, auf die teure Tischdecke oder den Läufer versaut hat. Oder wenn man Haustiere oder Kinder hat, dass mal eine Kerze umgefallen ist. Ja, und dass man dann auch super auf dem Teppichboden Wachsflecken hatte. Mhm. Wie bitte? Das ist super gefährlich. Ja, natürlich. Alles, was mit offenem Feuer zu tun hat, ist gefährlich. Aber das ist nur schön und nicht gefährlich. Und ich sag mal, Candlelight Dinner, ich glaube, dazu, das wird nie unmodern, oder? Ja, das stimmt. Das ist sehr romantisch. Und natürlich zum Beispiel auch, ich sehe das im Badezimmer, du nimmst Bad, bisschen Kerzen, bisschen... Ein Glas Limonaden, ja. Und vor dem Dinner oder danach? Ein Glas vielleicht Dinner im Bad. Ein Glas Limonade. Aha. Ein Glas Limonade. Bei Kerzenschein, ja. Ja. Du, aber hier darf man auch 5-mal zugreifen. Das heißt, man hätte dann 10 dieser Kerzen, da kannst du eine ganze Festtafel damit ausstaffieren. Ja, also auch wenn mal eine größere Familienfeier ansteht, so alle halben Meter so ein Kerzenständer, einfach genial. Also bei 10 Stück bin ich jetzt an unsere Diskussion vor dieser Sendung erinnert, ans Phantom der Oper. Und guck mal, stimmt. Was kann passiert? Guck mal, normal, was kann passieren? Bei mir jetzt zum Beispiel. Genau. Was bedeutet das jetzt alles? Jetzt werden Wachsflecken und ein Brandloch im Jetzt wird auch direkt wieder ein Loch im Teppich. Mein Bein in Vor... Ja, Achtung. Dankeschön. Also absolut ungefährlich, aber unbestritten das schön. Das war sehr gut performt. Unbestritten günstig. Das Zweier-Set für 5 Euro. Und Carsten sagt uns jetzt noch die Bestellnummer. Sehr gerne sogar. Das ist die NX8136 und die 569. NX8136 und die 569. Ich erwähne es immer wieder gerne dazu. Denken Sie bitte bei Ihrer Bestellung immer an die 569, damit die Kollegen im Service Center wissen, dass Sie den günstigen TV-Sonderpreis bekommen. Bis zu 5-mal können Sie jeden Artikel bestellen, bis auf unseren Preisalarm, bis auf diese Handylupe. Mhm. Ansonsten gerne alles bis zu 5-mal. Und das war logischerweise unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Wenn es mitunter ein bisschen zu schnell ging, haben wir alle Artikel nochmal bei Pearl TV für Sie hinterlegt mit den entsprechenden Artikelnummern. Und die 5 Euro gelten jetzt noch in den nächsten 2 Stunden. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Bestellen und viel Spaß im weiteren Programm.